Herzlich willkommen zur Papierchromatographie im Arbeitsmaterial 6.12 von NATEC 7. In diesem Versuch soll die Zusammensetzung von wasserlöslichen Filzstiftfarben untersucht werden. Ein Rundfilter wird in vier gleich große Sektoren geteilt. Etwa 1 cm vom Kreiszentrum entfernt wird mit den Filzstiften je ein Viertelskreis eingezeichnet. In der Mitte des Rundfilters wird mit dem Bleistift ein Loch gemacht und ein doppelt gefalteter Viertel eines Rundfilters als Docht hindurchgesteckt. Dieses Filterpapier saugt Wasser nach oben, welches sich gegen die Peripherie des Kreises ausbreitet und dabei Filzstiftfarbe mitführt. Die unterschiedlichen Farbmuster zeigen sehr schön, dass die Filzstiftfarben Gemische aus verschiedenen Farbstoffen sind.